Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Podcast «Jasmin inspiriert», dein Podcast, der dich den unterschiedlichsten Themen inspirieren soll. Heute habe ich wieder, ich bin ein bisschen nervös, nicht nur das Mikrofon an, sondern auch die Kamera, was ich mir halt auch überhaupt nicht gewöhnt bin. Aber das hat einen speziellen Grund, und zwar haben wir heute einen Teil 2, und zwar mit der Esther Jansen. Hallo Esther! Hey Jasmin, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auch diese Podcast mega sehr, um hier dabei zu sein. Ja, es freut mich auch mega und bin auch, eben, wie gesagt, auch ein bisschen nervös, weil es halt auch wieder so ein heikles Thema ist. Du bist ja Tantra-Masseurin, gell? Und wir haben ja eben, wie gesagt, schon einen Teil 1 zusammen gemacht, wo es um Tantra-Massage gegangen ist. Und die Folge ist so gut angekommen, das muss man schon mal sagen. Hey. Die Leute lieben sie. Ich habe es ja durch mich, durch meinen YouTube-Channel, sind wir ja auf das Filmen noch darauf gekommen, bei mich auch. Es ist einfach auch unsere Energie, ich habe so viel liebevolle Feedbacks, unsere Energie matcht daher, ja. Teil 2 cool. Ist heute, ich freue mich sehr, ja. Und ich tue den Teil 1 auch verlinken in den Shownotes unter. Dann kannst du selber entscheiden, ob du möchtest das YouTube-Video schauen oder ob du möchtest die Podcast-Folge hören. Ich gebe dir dann den Link noch von der Podcast-Folge. Dann kannst du das auch beim YouTube-Video verlinken, wenn du möchtest. 100%. Sehr schön. Genau, als kleiner Einstieg liegt mir etwas am Herzen. Und zwar, eben, wie gesagt, ich war ja bei dir in der Tantra-Massage gewesen, bin mega überzeugt von Tantra-Massage. Aber irgendwie habe ich in der letzten Zeit so gemerkt, auch gerade so im Reden mit anderen Leuten, Tantra ist nicht gleich Tantra. Weißt du, was ich meine? Ja, sehr. Die Tantra, die ich mache, ist wirklich sehr auf Liebesebene, auf Herzebene, auf Achtsamkeit. Und es ist eine wunderschöne, liebevolle Berührung, aber dieses Wort Tantra wird auch benutzt für den Red Light District. So da sind auch Frauen, die mehr anbieten, die wirklich auch Sex anbieten oder auch Frauen, die sich auch anfassen lassen, wo es wirklich sehr stark fokussiert ist auf die sexuelle Energie. Es gibt auch Tantra-Rituale, wo Leute Orgien haben und wo sexueller Missbrauch schon in den Zeitungen gestanden hat, die dann auch ganz viel Sex haben miteinander, dass sie es anfangen vielleicht mit Tantra und danach kommen auch noch Drogen ins Spiel oder halluzinierende Mittel ins Spiel. Und die benutzen auch das Wort Tantra. Mhm. So, es ist für mich nicht so ganz einfach. Ich weiß einfach, ich bin eine alte Seele und meine Seele hat die Arbeit, die ich jetzt mache, in sehr vielen Lebens gemacht. Und daher habe ich wie so dieses Wissen in mir und auch diese Räume, die ich kann öffnen, wo wir auf Herzebene sind, wo wir verbunden sind. Und klar habe ich auch eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht. So, ich habe eigentlich die Lehre von der Tantra, die in meine Arbeit mit reinfließt. Daher ist es wie so bei mir anders. Ja, ich mache auch Tantra-Massage, aber es ist so viel mehr. Es ist wie so eine energetische, körperliche Ebene, wo ich wirklich auch dafür kann sorgen, dass die Raumfrequenz sich ändert, dass wir auf Herzebene sind, dass du dich auch sehr wohlfühlst. Dabei bin ich auch sehr stark in der Liebe und in der Heilungsenergie, wodurch die sexuelle Energie, das Wort sexuelle Energie ist auch oft so ein schwieriges Wort, oder? Es ist eigentlich eine Energie, es ist wie so eine Kundalini-Energie, wodurch nicht immer die Kundalini-Energie erwacht, aber es ist, ja, diese sexuelle Energie, auch das Wort ist manchmal ein bisschen schwierig, oder? Es ist so wie negativ angehört. Ja, völlig. Tantra hat ein bisschen so einen Ruf, wodurch ich auch sehr oft den Namen schon binnen verteidigen oder auch oft bin erklären von, hey, ich mache es anders, was mich auch manchmal andenken lässt, soll ich überhaupt irgendwann einmal das Wort wegnehmen. Weil ich weiß, ich habe sehr viele spirituelle Freunde und sehr viele können sehen, was ich in das frühere Leben war. Ich fühle es, ich kann es aber nicht sehen. Und wir sind dann auch in Gespräche dahinter gekommen, dass die Arbeit, die ich früher gemacht habe, dass das den Namen Tantra gar nicht hatte.
Aber das sind natürlich auch, waren natürlich auch Geburten, das sind natürlich auch, ist auch vielleicht eine energetische Blockade gewesen. Und da habe ich dann auch den Körper angefasst oder auch mehrheitlich mit meinen Händen oben wie so eine Reiki-Energie gegeben. Ja, so daher, ja, ich mache Tantra-Massage. Ja, das, was ich mache, ist basiert auf der Lehre von Tantra. Aber es ist wirklich eine energetische Reise, was wir machen auf Seelenebene, auf Herzebene. Ja, ich finde es vielleicht auch noch gut zu erwähnen. Wir wollen ja nicht sagen, Sexualität ist etwas Schlechtes, und das geht ja gar nicht. Mhm. Aber es geht einfach darum, so zum den schmuddeligen Rotlichtmilieufilter wegzunehmen von dem Ganzen. Oder einfach, dass ich das auch noch klargestellt habe. Also, wenn du Sexualität liebst, ist das völlig okay. Mhm. Das wollen wir überhaupt nicht damit sagen. Aber wir wollen halt, wir wollen die Sexualität bewusst mit der Spiritualität verbinden. Mhm. Und zwar mit der bodenständigen Spiritualität, mhm. also nicht irgendwelchen Humbug oder so. Mhm. Wobei das ja auch Ansichtssache ist, aber ich glaube, die richtigen Leute wissen schon, wie ich es meine. Vielleicht kannst du auch noch auf Kundalini-Energie eingehen, weil viele Leute wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Die Kundalini-Energie ist wie so eine, vielleicht habt ihr schon Bilder gesehen, von wie so eine Schlange, die unter, bei der untersten Chakra ist und die dann wie, wenn die erwacht, ist da wie so eine Energiewelle, die dann geht. Und in der Tantra-Massage, wenn jemand das möchte, berühre ich den ganzen Körper. So wenn jemand dann möchte, und dann bin ich natürlich auch bei der untersten Chakra, und von der untersten Chakra sende ich Liebe und Heilung und kann dadurch eigentlich auch die Energie, die da ist, wie erwachen, wodurch je nach Person, manchmal kann der Körper enorm viel shaken, manchmal spürt man halt einfach ineins, das ist wie so die Energie, die da geht, das ist wie so über die Barriere von der Solar Plexus hingeht, was öfter ein bisschen so die schwierigere energetische Barriere ist. Wenn er da mal darüber hin ist, dann geht es so der Herzfrequenz und dann kann es auch öfter Kehle-Chakra-Energie öffnen. Und dann natürlich, manchmal kommt es auch immer mal wieder vor, je wo jemand steht, je wie jemand sich auch fühlt, wie die Öffnung auch ist, je auch, ja, einfach da, wo jemand auch ist und was von Räumen, dass man auch kann öffnen, kann es auch wie so das dritte Auge noch öffnen, die Krone-Chakra öffnen, wodurch auch sehr viele, mehrheitlich sind es Frauen, auch auf Reise gehen, dass sie wirklich irgendwann einmal bei der Massage öffnen, nach der Kundalini-Awakening oder auch vorher, dass sie wie so weg sind. Und dann gehen sie auf Reise. Reise nach früheren Lebens, Visionen, Licht, was sie sehen, sehr viel Farbe, Krafttiere, Engels, Lichtwesens, verstorbene Mutter kommt auf Besuch, der verstorbene Oma ist da. Viele gehen nach Atlantis. Sie haben sich in Atlantis gesehen mit unterschiedlichen Varianten von Räumen, gefüllt mit Frauen mit weißen, langen Haaren. Manche haben sich gesehen, wie sie unter einem Wasserfall stehen. Manche sind am Schwimmen mit Delfinen. Aber sehr viel sieht man, wie Licht dadurch fließt. Und wie sich es einfach völlig öffnet. Und ja, das ist einfach etwas sehr Faszinierendes. Aber auch ich bin da noch viel am Lernen. So, ich sehe, dass es passiert. Ich weiß, was alles abgeht. Ich weiß auch, wenn ich still muss halten. Ich weiß, wenn ich Energie muss geben. Es ist wie so einfach so ein Wissen, was ich einfach in mir spüre. Aber ich habe auch noch bei vieles wie so noch Fragezeichen, wo ich denke, oh, ein Kundalini-Kurs wäre noch toll, weil ich sehe, was da passiert. Kann ich da noch mehr rausholen? Ist noch mehr möglich? Kann ich noch mehr lernen? So, für mich ist einfach dieses ganze Leben, bin ich einfach neugierig. Ich weiß, was ich schon kann, ich weiß, was ich weiß, aber ich spüre auch, boah, ich bin noch so viel Neugierigkeit, noch so viel. So, ich weiß von der Kundalini viel, aber ich weiß auch, dass da noch Wege sein, wo ich noch so viel mehr kann lernen. So, I'm just still walking the path. Ja. Es ist so schön, wie du einfach immer weitermachst, wie du interessiert bist. Und genau, kann ich gerade gut anknüpfen mit unserem Thema von heute. Mhm. Weil in der ersten Folge ist es ja eben vor allem darum gegangen, wie ist das, wenn du als Kunde oder Klient, ich weiß nicht, wie du sagst, wie ist das, wenn ich jetzt zu dir gehe, also ich habe ja auch ein Praxisexperiment gemacht und war selber bei dir gewesen. Also wenn ihr das hören wollt, dürft ihr mega gerne den ersten Teil hören. Er heisst, wie heisst er? Tantra-Massage, verbindet dich mit deinem Körper, glaube ich. Ja. Genau.
Und heute geht es ja um Barmassage. Also du hast dich dort weiter spezialisiert und hast gesagt, hey, du bleibst nicht nur bei der Einzelperson, sondern du nimmst auch Bärli auf. Und vielleicht könntest du dir auch etwas erzählen, warum überhaupt? Also warum ist es nötig, dass man jetzt ein Bärli vorbeikommt? Und was ist so der Mehrwert, den man als Bärli rausziehen kann? Ja, so ich bin die ersten zwei Jahre habe ich nur allein Frauen massiert. Und dann sind meine Kundinnen gekommen und haben gesagt, hey Esther, ich habe da auch einen lieben Mann, auch offen, auch herzig. Möchtest du vielleicht nicht auch Männer massieren? Dann bin ich langsam, habe ich mich auch geöffnet, für Männer zu massieren. Und dann irgendwann einmal hatte ich einfach genug Wissen über den männlichen Körper und der Energie und über den weiblichen Körper mit der Energie. Und dann bin ich das wieso gehen kombinieren. Ich glaube, wahrscheinlich hat das auch gestartet mit einer Frau, die dann gesagt hat, hey, können wir vielleicht mal ein paar Massageunterricht machen? Dann habe ich mich darin weitergebildet und habe einen Kurs zusammengestellt und dann bin ich Paarmassages gehen machen. Ich habe mittlerweile auch, ich denke, mehr wie 100 Paarmassages gegeben und es ist einfach mega schön. Es ist einfach herzig. Ja. Und es ist einfach schön, um zwei Menschen zu begleiten, um sie das beizubringen, was ich liebe. Dass sie auf Liebes, auf Herzebene, auf Achtsamkeit, dass sie zusammenkommen und dann diese Berührungsqualitäten fühlen und spüren. Und der Unterschied, wie sie dann nachhinein wieder weglaufen, das ist einfach sehr schön, um das mitzuerleben. Ja, ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Genau, ich war ja mit meinem Verlobten auch bei dir gewesen. Oh, und das war so eine tolle Erfahrung für uns beide oder vielleicht sogar auch für uns drei. Genau, es war wirklich mega schön gewesen. Und das, was mir am meisten gefallen hat, ist das Lernen zu geben und Lernen zu nehmen. Also zu empfangen, sagst du, glaube ich. Empfangen und geben, sagst du immer, gell? Mhm. Das war so schön gewesen. Vielleicht könntest du da noch etwas dazu sagen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass das mit dem Empfangen und mit dem Geben so, wie soll ich sagen, ich finde das Wort nicht, dass es so wesentlich ist, dass man dass einem das bewusst ist, jetzt tue ich gehen oder jetzt tue ich nehmen. Ja, ich denke, weil ich natürlich als Tantra-Masseurin in der Rolle bin, als Gebende, und dann natürlich auch sehr gut sehe, wie schön das ist, wenn jemand kommt und einfach mal es den Alltag kann weglassen und einfach mal es in der empfangene Rolle kann reinkommen, wodurch man nicht etwas zurück muss geben. Und es ist auch eine besondere Qualität, weil wenn wir zum Beispiel auch Mann und Frau zusammenkommen und man ist in der Intimität, ist man oft, der eine gibt, dann denkt man nach einer gewissen Zeit, okay, ich gebe dich etwas zurück, aber völlig komplett in eine Tiefe runterfahren, abschalten und wirklich einfach mal so empfangen, können die wenigsten. So, wenn ich dann in der Paarmassage bin, bringe ich wirklich dann das Paar bei, eh schon wie die ganze Massagetechnik geht, wie der Raum aufgebaut wird, die Öle, welche das man kann nehmen, die Wärme und die unterschiedlichen Massagetechniken, was man kann tun. Aber auch, dass es ein Paar wirklich lernt, dass ein Tag ist jemand die Gebende. Und das Geben ist auch so schön, weil du siehst, wie der Empfangende genießt. Und der andere Tag ist die Person einfach der Empfangende. Und dass man wirklich mal es lernt zu empfangen, wo es nur allein um dich geht, wo du einfach mal es kannst runterfahren, weil diese Massage, it's like heaven, es ist so liebevoll. Du kannst so gut deinen Kopf ausschalten und einfach nur allein wie so schweben auf einer Wolke. Und diejenige, die gibt, kann davon genießen, wie dein Partner einfach oder deine Partnerin einfach genießt und schwebt auf einer Wolke. Und du weißt, hey, das habe ich gemacht. So als Gebende genießt man sehr, dass man sieht, wie der Empfangene genießt. Und der Empfangene kann mal denken, hey, endlich muss ich nichts geben. Und endlich geht es um mich. Und du kannst dich wirklich dadurch auch wie so auffüllen und auftanken. Ja, das kann ich auch so bestätigen. Und was ich das Schöne finde, oder vielleicht vorweg, als erstes, ich bin ganz ehrlich, habe ich gedacht, ich freue mich auf den Part, den ich dann empfange. Das habe ich mir so easy vorgestellt, dass ich dann so dort liege und einfach empfangen kann. Und das so darf geniessen. Aber das ist gar nicht so einfach, das muss man schon ein bisschen lernen. Weil irgendwann kommst du dann schon so an den Zeitpunkt, wo du dann so denkst, ja, eben, jetzt muss ich doch mal anderen etwas zurückgeben. Oder, ja. Und was ich aber auch noch erwähnen möchte, das Geben,
das finde ich persönlich fast schöner als uns empfangen. Mhm. Das hätte ich nie gedacht am Anfang. Wenn du gehst, dann kommst du ja wie in so einen meditativen Zustand rein. Und das habe ich nicht gewusst vorher, dass das passieren kann. Du hast es zwar schon gesagt, an diesem Kurs, aber daheim dann, das war so speziell gewesen, weil du machst ja dann so ganz langsame Körperbewegungen und streichst so über den Körper. Und also vielleicht für die, die sich es nicht vorstellen können, das ist wirklich so vom Kopf, also wirklich so auch mit den Ohren und im Gesicht und bis zum kleinen oder grossen Zehenspitz. Mhm. Und nicht nur intim, also das Intime ist ja wie freiwillig, das kann man ja bei dir dann selber entscheiden, ob man das auch will oder nicht. Klammer auf, ich kann es sehr empfehlen. Und das habe ich halt schon mega schön gefunden. Einfach, also ich bin jetzt überhaupt nicht ein Fußfetisch oder so, aber einfach sogar auch bei den Füßen, einfach so den Partner zu spüren und so das Achtsame. So, hey, ich spüre dich jetzt und du bist mein Mann und ach, das ist so schön, dich zu spüren. Und ich rede hier eben nicht von sexueller Lust, sondern ich rede von so einer Herzebene, wo du ja auch immer wieder davon redest. Und es fühlt sich so schön an. Und auch der intime Part ist ganz anders, als wie man es sonst kennt. Es ist nicht so die sexuelle Lust, sondern es ist alles auf Herzebene. Und logisch bekommst du Lust. Ich meine, wir sind alles Menschen und der Mensch ist halt so gemacht, dass wenn du intim angelenkt wirst, dass du natürlich Lust bekommst. Aber es ist so auf eine schöne Art und halt gleich, es klingt mega widersprüchlich, aber gleich absichtslos. Mhm. Und es geht wirklich darum, sich zusammen zu verbinden und eben mit Liebe. Und es ist so eine richtige Liebesexplosion. Ich kann es nicht in Worte fassen, man muss es selber erleben. Sonst weiss nicht, von was ich rede, gell? Ja, mega, danke. Das hast du so schön erklärt. Wow, ich wollte dich zuhören und dachte nur von wow. Es war auch so schön mit euch beide. Ihr beide seid einfach ein Paar. Ihr habt keine Blockades, ihr habt auch keine Traumata. Ihr seid völlig einfach als Paar, völlig in der Liebe verbunden. Und ihr seid wirklich ein tolles Paar. Eure Herzfrequenz war ja schon hoch. Und dann habe ich euch noch beigebracht, wie man noch mehr auf der Herzfrequenzebene kann machen, wie du auch die Liebe sendest in der Hand. Und wie der andere auch in diese empfangene Rolle kann sein, oder? So daher war das mega schön mit euch beide. Und dass ihr natürlich als bübbeliges Paar, die da so völlig in diese Liebesbubble seid, ist es auch klar, dass man dann auch völlig auch schnell in diese Lustenergie kommt, oder? Wenn man dann merkt, dass diese Lustenergie und du musst nichts zurückgeben und du kannst mal völlig genießen, wie diese Energie dann nachhinein von aus deinem Yoni, weil bei euch war auch mit das Intim dabei, wie es dann von aus der Yoni oder von aus der Lingam dann weiter fließt und weil man es dann nicht zurückgibt, bleibt es in dein Körper und dann kann man das sehr oft von Zehenspitze bis zum Kopf spüren, weil es ist eine Energie, oder? Die sexuelle Energie ist eine Energie. Und dann geht diese Energie überall hin. Und das öffnet dann natürlich auch die Chakren, öffnet natürlich auch das Herz, wodurch man sich dann da noch auch wie so mehr verbunden fühlt auf Herzebene. Mm, also ja. Es bringt einen wirklich auf das nächste Level. Mm. Und das finde ich so, so schön. Also ja, ich kann es wirklich sehr weiterempfehlen. Und ich bin halt auch mega Fan davon, weil es eben auch heilig ist. Egal, ob du das Gefühl hast, also ob du weißt, du hast jetzt ein traumatisches Erlebnis gehabt, oder auch wenn du das Gefühl hast, nein, wir sind mega happy, wir sind mega glücklich, mhm. Ich mache es einfach so. Es fühlt sich gleich nach Heilung an. Mhm. Eben nicht, es ist nicht schmuddelig, es ist wirklich so schön, Leute, wirklich. Ich versuche auch extra heute wirklich offen darüber zu reden, weil es mir auch so wichtig ist, dass es nicht so ein Tabuthema ist. Mhm. Und dass da wirklich ganz viel Luft nach oben ist und dass eure Beziehung mega Halt kann geben kann. Mhm. Das ist so, ja, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht Pärchen, die nicht ganz so gut harmonisieren, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil sie etwas erlebt haben oder weil sie irgendwie schon ewig zusammen sind und eingesessen sind oder wie auch immer, dass sie das dann wieder nachher zusammenbringt auf ganz spezielle Herzebene, wie schon erwähnt. Und
dort würde ich auch mega gerne noch etwas mehr darauf eingehen. Vielleicht könntest du dort auch noch etwas mehr dazu sagen. Ich habe jetzt gesagt, wie es bei uns war, also bei mir und bei meinem Schatz. Und vielleicht könntest du ja auch noch erwähnen, mit was für Themen kommen sonst noch Bärli zu dir? Was ist der Grund, warum dass man als Bärli oder was sind die Gründe, warum dass man sonst so kann zu dir kommen? Weil ich weiss, da steckt noch ganz viel mehr dahinter, als ich nur das, also nur in Anführungszeichen das, was ich jetzt von uns erzählt habe. Ja. Ja, da kommen Perles, die wie euch, oder, neugierig sind oder experimentierfreudig, die einfach möchten schauen, was kann man noch mehr machen mit dem Körper? Welche Entdeckungsreise kann man da noch machen? Welche Energie kann man noch erwecken, ergrößern, erweitern? Welche, wie so ein neuer Schritt auch in der Sexualität und anerkennen zu lernen. Bei mir, weil ich habe einfach auch meine Firma auch aufgebaut, dass ich sehr gerne Frauen und auch Männer möchte begleiten, wenn sie traumatisierende Sachen haben miterlebt. Und das hat sich glücklicherweise schon wie so in der Energie verspreitet, aber auch durch meine Firma, die ich ja schon seit 2018 bei der Schule, aber seit 2020 habe ich meine Firma errichtet. Und weil ich am Anfang nur Frauen bei mir gehabt habe, habe ich auch sehr viele Perlis, die Schwierigkeiten habe, Kinder zu bekommen und die dann einfach irgendwann, ja, ich meine, wenn man Schwierigkeiten hat, ein Kind zu bekommen und man hat dann immer wie so diese Kalendersex, diese Eisprungsex, da kann dann schon manchmal einfach auch wie so die Lust weggehen oder auch die Verbindung als Paar weggehen. Und weil wir auch am Anfang dieses Gespräch miteinander haben und Menschen sich einfach sehr schnell bei mir wohlfühlen, weil ich natürlich auch in sehr Herzfrequenzebene Raum schon anbiete, erzählen die mich in die Gespräche, wo sie jetzt stehen, was sie gerne wünschen. Und dann wird eigentlich jede Massage, jede Paarmassage wird so angepasst, wie es für das Paar passt. So, das ist kein fix fertiges Programm. Das kann sich auch während des Gesprächs vielleicht völlig herausfiltrieren, dass wir es eher machen für die Heilung von der Frau. Auch weil ich auch Frauen habe, die schon Kindesmissbrauch haben miterlebt, die einfach spüren, dass sie wenig Lust haben oder Schwierigkeit haben, in die Lust reinzukommen oder einfach auch die Verbindung mit ihrer Joni, die Verbindung mit ihrem Partner verloren haben und die dann von mich gehört haben, die auch wissen, dass ich auch sehr spirituell, sehr offen bin. Und das hilft auch oft mit, weil man dann auch etwas mehr in der heilende Energie ist, weil man auch die Hilfe von oben noch kann rufen. Ich habe Frauen gehabt, die Babys verloren haben und auch Frauen, die mehrmals ihre Kinder verloren haben. Und da machen wir sehr viel Gebärmutterheilung. Und dann bringe ich auch den Männern bei, wie sie dann auch den Bauch können heben und wie sie auch diese heilende Liebesenergie durch ihre Hände können lassen fließen. Für das muss man spirituell nicht einmal völlig offen sein. Dafür das ist Geheimrezept, das ist eigentlich Liebe. So, wenn du deinen Partner wirklich völlig liebst, dann ist so viel möglich, weil die kraftvollste Energie, die wir haben, ist Liebe. Und ich habe auch immer mal wieder Perlis, die als Kind beide schwierige Eltern hatte, bis zum einfach enorm viel Trauma kann sitzen und auch enorm viel davon kann in den Körper festsitzen und kann dafür sorgen, dass da eine Blockade ist. Das kann natürlich von Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, dass du früher geschlagen bist, dass du Kinder verloren hast. Da kann so viel in den Körper festsitzen und glücklich kommen die alle auch zu mir. Und das finde ich so unglaublich schön. Diese Gespräche sind so unglaublich heilsam, die im Vorfeld stattfinden. So liebevoll. Und jeder, der dann rauslauft, weiß auch, sie haben diese Magie in sich. Sie können mithelfen in diesem Heilungsprozess. Die Massage wird dann darauf angepasst, je nach welches Thema man hat. Das kann von Lust erweckend sein, bis zum Libidoverlust, die wieder kann kommen, bis zum Gebärmutterheilung, Missbrauch, dass man merkt, dass die Frau in den Körper bleibt, dass sie nicht abdriftet, dass der Mann kann mithelfen damit. Es ist sehr schön. Was ich tue, ist it's like a gift. Ich fühle mich berufen dafür und ich finde es unglaublich schön. Was ich mache, ist Körperarbeit, es ist eine Körpertherapie.
basiert auf der Lehre von Tantra, weil der Tantra hat mich diese langsame, achtsame Berührung beigebracht. Aber mein Lebenspfad, mein altes Seelenwissen und auch die Türe, die ich wirklich dafür geöffnet habe, sodass Menschen wissen, bitte komm auch zu mir, wenn ihr traumatisierend die Erlebnisse habt, miterlebt und wenn ihr spürt, dass da noch eine Blockade in eurem Körpersystem ist, in eure Chakra, in der sexuelle Lust, in der Libido-Verlust. Und das ist schön. Und ich freue mich, um die Paare zu begleiten, weil die Art, wie sie danach gehen, da fließt so viel Liebe in den Raum, öfter auch so viel Tränen von den Paaren. Es ist einfach schön. Ja. Ja. Ja, das hast du mega schön gesagt, Karl. Jetzt ist es aber so, dass ich schon ein bisschen gemerkt habe, dass oftmals die Männer, also so nach meiner Erfahrung jetzt und nach meinen Gesprächen, oftmals die Männer die sind, die am Schluss sagen, ah nein, ich will lieber nicht so etwas ausprobieren. Vielleicht könntest du ja auch noch dort etwas dazu sagen, vielleicht hast du auch eine Vorstellung oder eine Ahnung, warum das bei den Männern oftmals so das Nein kommt oder das, der Widerstand. Und vielleicht kannst du auch noch etwas zu den Männern allgemein sagen, weil jetzt hast du auch vor allem von der Frau geredet. Was hat der Mann davon? Vielleicht kannst du den einen oder anderen ja dazu bewegen, den Schritt mit seiner Frau, Freundin, wie auch immer, zu machen. Ja, danke. Cool, dass du das sagst. Ja, völlig. Manchmal trifft ich sehr ab in der weiblichen Heilung, oder? Weil das ja wirklich mein Soul's Mission ist. Aber bei der weiblichen Heilung gehört natürlich auch der Partner dabei, oder? Weil durch ihn kann sie natürlich auch wunderbar heilen. Daher danke vielmals. Die Männer sind sehr öfter Machers, die Tours, die Gebers. Oder in unserem System sind sie ja wirklich von Schul aus auch öfter von Männer weinen nicht. Männer muss stark sein. Männer müssen für die Familie sorgen. So, sie sind sehr viel gelernt und auch ihre Energie ist auch geben, sehr viel geben. Und was ich merke, Männer lieben es, ihre Frauen zu massieren. Die lieben auch in diese gebende Rolle zu sein. Die verlieren sich da völlig selbst, oder? Wenn sie mal lernen, wie sie aus dem Kopf raus können kommen und wirklich auf ihre kreative Energie ab können driften, dann sieht man sie nachhinein völlig abdriften und lernen wirklich diese Technik, wie sie ihre Frau können verwöhnen. Als Erste genießen sie davon. Für einen Mann, weil der Mann ja diese gebende Energie hat, ist es manchmal ein kleines bisschen tricky oder wirklich mal von, hey, ich darf auch mal empfangen. Ich habe es auch mal verdient, um einfach in der empfangenen Rolle zu sein. Das ist für ihn ein bisschen schwieriger, wenn er, und das ist es wirklich wert, wenn er das lernt. Weil die Frauen, die ihn massieren, die lieben das. Die finden es einfach herrlich, wenn er genießt. Mhm. Oder? Aber es ist immer ein bisschen spannender. Die sind öfter etwas kribbeliger. Dann bringe ich die Frau bei, wie man eine Massage kann machen, ohne dass es so stark kribbelt. Männer haben einfach öfter nicht gerne dieses Kribbeln. Dann macht man einfach etwas mehr mit der flachen Hand. Und wenn die dann mal merken, hey, ich darf empfangen, ich muss nichts zurückgeben, dann spüren die auch diese Kundalini-Energie, was auch bei denen die Chakren kann öffnen. Und ich habe viele Männer, die dann wirklich auch spüren, was ich auch sehe in ein paar Massagen, die dann nachher mit ihren Händen auf ihr Herz legen und einfach spüren, wie die Herzebene sich geöffnet hat, wie Selbstliebe schlussendlich auch dadurch sich verstärkt. Und das ist spannend. Aber viele Männer sind wie so in der Paarmassage, die dürfen noch lernen, etwas mehr in eine empfangene Rolle reinzukommen, was nicht in ihre natürliche Energie ist. Aber ja, nein, Männer genießen davon. Das ist ja schön. Ja, und etwas, was ich vielleicht auch noch möchte ansprechen, der Scham ist ja auch ganz ein grosses Thema. Also es geht jetzt nicht nur die Männer an, sondern auch die Frauen, oder? Dass sie nicht kommen, weil sie sich schämen. Mhm. Und dort ist mir einmal, also ich habe mir halt lange darüber Gedanken gemacht, weil es mich so schade gedacht hat, dass man sich auch beim Leben Sachen vorenthalten tut, nur weil man sich schämt. Und schämen tut man sich ja eigentlich nur, weil man denkt, was denken denn die anderen? Und das finde ich noch so wichtig, wenn man das so anschaut. Also ich finde es nicht wichtig, was andere denken, sondern wenn man das so reflektiert, den Satz, dann muss man doch auch sehen, wenn ich jetzt zu dir komme, dann, und ich denke, was denkt jetzt Esther von mir, dann
denkst du wahrscheinlich nicht, boah, voll peinlich, dass die jetzt zu mir kommt. Sonst wäre ja das nicht dein Job, oder? Mhm. Vielleicht könntest du ja mal sagen, was du so denkst, wenn die Leute zu dir kommen. Vielleicht nimmst du da auch jemandem den Scham weg. Ich freue mich. Ich freue mich, weil zu mir kommen eh liebevolle, empathische Menschen. Daher ziehe ich diese liebevolle, empathische Mensch an. Und ich verstehe, dass jemand sich am Anfang schämt. Und Menschen, Mann und Frau, was immer sie möchten, sie können auch ihre Unterhose anbehalten. Und wenn jemand sich wohler fühlt, kann sie auch den Top anbehalten. Es geht sich ja nicht darum, dass man direkt dann völlig wild muss sein und etwas muss machen über die eigene Hemmschwelle weg. Als erstes einfach mal gut, dass man mal kommt. Und dann merkt man, ich bin eigentlich völlig chill. Ich bin mega relaxed. Ich nehme einfach Menschen so, wie sie sind. Ich liebe halt einfach liebevolle, empathische Menschen. Und ich finde es auch, ich verstehe, dass jemand sich schämt. Und ich verstehe, dass jemand auch Blockades hat. Und ich verstehe auch, dass jemand vielleicht nicht vollständig offen mit der Sexualität umgeht, wie ich als Niederländer. Ich kann das alles verstehen, weil ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, oder so daher, und ich kann darin reinfühlen und dich völlig in deinen Wert lassen. Ich würde niemals jemand pushen, irgendetwas zu tun, was sie nicht wollen. Und dann fängt eigentlich diese Massage an, und das geht auch super, wenn jemand die Unterhose anbehaltet. Aber jemand darf auch sehr frei sein und denken von, wuppi, die geht dann aus. Und jemand kann auch in Anfang kommen und sagen von, nein, ohne Intim. Und dann nachher merkt, hey, ich fühle mich so wohl. Können wir das einbauen? Und ich, klar, es ist wie... Kann man spontan, gell? Völlig, völlig. Oder just... vielleicht beim zweiten Termin, je nachdem. Mhm. Mhm. Ich würde auch gerne noch so als Tipp auf den Weg geben, falls du jetzt zulässt oder zuschaust und du denkst, ah ja, ich würde schon gerne, aber irgendwie schäme ich mich gleich noch. Schau es doch einfach als Ganzkörpermassage an, weil das ist es ja eigentlich auch. Und also mit noch viel mehr. Aber ich meine, mit viel mehr rede ich von Herzebene, von dem Achtsamen und nicht wegen Intimen oder so. Wir haben ja am Anfang über Tantra geredet. Tantra ist nicht gleich Tantra. Wenn du das Tantra möchtest, von dem, was wir jetzt reden, dann musst du wirklich zu Esther gehen, weil sonst kannst du wirklich bei jemandem landen, wo er eine halbe Orgie daraus macht. Das ist wirklich nicht, ja, ich lache jetzt, eigentlich nicht so cool, weil ich weiss auch von Vergewaltigungsgeschichten und so. Ich will jetzt niemandem Angst machen, aber wenn du jetzt wirklich sagst, hey, das Tantra von dem, was wir jetzt reden, das nimmt dich Wunder, dann geh lieber zur Esther. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich weiss doch auch nicht, es ist zu weit weg oder so, je nachdem, wo du wohnst. Sondern ja, geh zu ihr, weil du weißt dann, was du bekommst. Und eben schau es als Ganzkörpermassage an. Du kannst ja komplett aufs Intime verzichten. Du kannst in den Unterhosen dort sein oder, ich weiss doch auch nicht, in den Badhosen, wenn dir das noch angenehmer ist. Spielt absolut keine Rolle. Und dann kannst du vielleicht den Schritt eher wagen. Und ob dann irgendwann das Intime noch dazukommt oder nicht, spielt ja gar nicht so eine Rolle. Hauptsache ist, dass du dich wohlfühlst und dass du deinen Körper besser lernst kennen. Oder auch den Körper von deinem Partner oder von deiner Partnerin. Einfach so ein kleines Wort noch von mir zur Aufmunterung. Ah, oh, danke. Nein, ist mega herzlich, weil du lernst deinen Körper auf eine neue Art kennen. Oder dein Zuhause, der Tempel von deiner Seele. Und diese Massage ist auch eine sehr hohe Energiemassage. So, du tust eigentlich dadurch auch die Energiefrequenzwelle von deinem eigenen Körper und auch die Liebeswelle, die du hast mit deinem Partner, tust du dadurch auch erhöhen. Und du lernst auch, du musst ja nicht nachhinein vielleicht ein ganzes Tantra-Ritual, Massageritual zu Hause davon machen, aber vielleicht einfach mal es nach dem Abendessen, wenn die Kinder Fernsehen sind und schauen, dass du weißt, hey, geh für kurz hinlegen. Und dann einfach nur kurz, wie so diese kleinen Mini-Berührungen über den Kopf oder halten oder Soul-Gazing machen, wodurch man wirklich einander lange in die Augen anschaut. Und dann, ach, das ist so unglaublich schön. Genau, das möchte ich mal auf kurz sagen. So, wenn ich manchmal so Menschen habe, beide starke Karriere, hohe Positionen, muss nicht unbedingt hohe Positionen damit sein, aber Menschen einfach viel machen mit dem Kopf, viel Leistung, viel Druck. Und beide kommen dann, machen die Tantra-Massage, haben ihre Gründe dafür, wir gehen ins Gespräch.
voordat je überhaupt de massage anfängt, doe ik natuurlijk alles erklären. Maar voordat je wirklich so de berührung anfängt, fang ik immer an met soul gazing. Dan doe ik wirklich beide paren sitzen dan gegenübereinander en ze schauen zich sehr lange in de ogen an. Fast immer weint eine oder manchmal weinen beide. Das bringt dich so unglaublich in das Hier und Jetzt und so unglaublich auf der Herzebene, dass der ganze Kopf, der ganze Druck, was sie im Vorfeld gehabt haben, ist wie so weg, weil sie sind auf Herzebene. Und auf diese Herzebene, auf diese Frequenz, weil ich natürlich auch noch ein paar so Magic, Magic Spiritual, deine goldige Bubble, wo immer du sagst, genau, genau. So gut. Ich baue auch noch wie so einen goldigen Kugel auf, wo alle Seelen zusammenkommen auf Herzebene, wo wir uns verbinden mit Mutter Erde, wo wir uns verbinden mit der Quelle. Und das spürt man. Man spürt diese knisperige Änderung in der Energie. Man spürt, dass wir auf Liebesfrequenzebene sind. Und auf diese Liebesfrequenzebene fängt die Massage an. So diese Massage ist einfach viel mehr einfach nur allein, ich massiere deine Haut. Nein, du massierst die Seele, du massierst das Herz. Wir spielen hier mit Energie. Wir tun Energie von den Füßen bis zum Kopf, tun wir die überall stimulieren, kribbeln, sodass die Frequenz einfach in der Innenseite steigt, sodass die Energiechakren sich einfach neu tun, balancieren, dass das Herz sich neu tut, öffnen. Ja. Hey, ich muss noch etwas dazu sagen. Wie sagst du dem? Weißt du, wenn man sich so in die Augen schaut? Entweder Eye-Gazing oder Soul-Gazing. Heißt das offiziell so? Ja. Also gibt es das oder hast du das erfunden? Nein, gibt es. Das gibt es. Okay. Hey, ich habe das so speziell gefunden. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern. Aber ich meine, ich und mein Partner haben das jetzt noch nie gemacht, dass wir uns so lange in die Augen geschaut haben, ohne dass wir irgendwie noch geredet haben oder so. Und während wir reden, schaut man ja manchmal schon noch so weg. Mhm. Und wir haben ja so lachen am Anfang, weil es so komisch war, plötzlich, dass man so still dort hockt. Und also klar, es hat schöne Musik und so, aber das ist wirklich, das ist so etwas, was einfach tönt, aber es ist gar nicht so einfach. Und wenn man das aber mal, also einfach, falls du da draußen, wo das los ist oder schaust, wenn du das vielleicht einfach mal nur das möchtest ausprobieren, mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin, falls es euch auch so geht und ihr müsst am Anfang lachen, dann versucht das einfach mal wie, ja, ich sage jetzt mal, zu überstehen. Und bleibt dran, macht es gleich noch länger nach dem Zeitpunkt, wo ihr gelacht habt. Und irgendwann kommst du dann wirklich in so eine Situation, wo du einfach so denkst, boah, es ist so schön, einfach in die Augen zu schauen. Und das ist ja Achtsamkeit. Und das ist etwas, was unserer Welt leider ein bisschen verloren geht im Alltag. Also das finde ich jedenfalls ein mega schönes Ritual, das du da gewählt hast für am Anfang. Ja, weil der Herz öffnet sich. Mhm. Du bist raus aus dem Kopf. Du schaust wieder die Person an und denkst, oh mein Gott, stimmt, ich bin völlig verliebt in dich. Ja. Es ist so herzig. Ich schaue das Paar nie an, weil ich finde, du brauchst dann kein Auge, die dich von der Seite noch anschauen. So, ich schaue nach unten. Stimmt, du hast es nicht beobachtet, muss man dich auch noch erwähnen. Weil ich möchte das nicht machen. Und dann schauen die sich an und dann irgendwann einmal schaue ich wie so hoch und sage, hey, jetzt könnt ihr eure Augen schließen. Und dann mache ich wie so diese Meditationsritual. Und oft, wenn ich dann sie anschaue, sieht man wirklich, eine weint. Aber es ist wie so eine Verliebtheitsblick, die du dann siehst, wo ich genau weiß, okay, Kopf ist in Herz. Jetzt kann diese ganze Paarmassage, ist einfach in die Frequenz, wo ich gerne ein Tantra-Paarmassage mache, auf Herzebene. Mega schön. Und was ich auch noch dazu möchte sagen, was mir gerade in den Sinn kommt, es ist jetzt bei uns, also es klingt halt jetzt so locker, wie ich es erzähle, gell? Aber bei uns war es jetzt auch nicht so gewesen, dass jetzt mein Partner von Anfang an gesagt hat, boah, mega cool, ja, das machen wir jetzt, sondern er war voll nervös gewesen. Und er hat immer wieder gesagt, ja, aber sind wir dann nackt und ich weiß nicht und so. Und also er hat durchaus auch seine Zweifel gehabt und ich kann mich noch so gut erinnern, also ich bin ja sehr locker gekommen, weil ich bin schon mal alleine bei dir gewesen, habe gewusst, was auf mich zukommt. Also es macht mega viel aus, wenn man noch das zweite Mal geht. Und für ihn war es halt einfach das erste Mal gewesen. Und am Anfang ist er so mega verspannt dort gehockt. Das war so herzig. am Schluss, nach diesen, ich weiß nicht, wie lange ist es gegangen? 5 Stunden, glaube ich. Also du nimmst dir ja wirklich genug. Oder wie lange geht es? 5 Stunden, gell?
Und nach diesen 5 Stunden ist er so voll im Sessel reingehockt, mega gechillt und hat so gesagt, ah ja, es hat mich gefreut, dich kennenzulernen und so. Es war wirklich mega cool gewesen. Aber du bist auch so ein Schatz, wirklich. Du bist so eine liebevolle Person. Und ja, wir haben ja jetzt unterdessen sogar Privatkontakt. Ja. Mega schön, freut mich richtig, dass ich dich darf zu meinem Freundeskreis zählen. Yeah, me too, girl, oh, me too. Es ist einfach, es passt. Es ist einfach schön. Unsere Herzfrequenz ist einfach same. Wir gönnen einander, wir freuen uns füreinander, wir unterstützen uns und wir freuen uns auch für einanders Glück. Oder? So that's like really nice. That's like soul friendship. Ja, voll. Und ich freue mich wirklich auch wahnsinnig über die Erfolge, die du einfach auch hast mit deiner Arbeit. Du warst ja unterdessen auch noch im Radio gewesen, oder im Fernsehen oder beides sogar. Ich glaube, beides gewesen. Ja, es ist wie Top Hoch 3 heißt das in Winterthur. Das ist von Teletop. So, das haben sie aufgenommen für Podcasts, Fernsehen. Also das war Winterthur, St. Gallen, Frauenfeld, so ein bisschen so der Auschwitz, Bitzeli, Zürich. Und genau, und dann läuft es noch via Internet bei denen. Ja, das war mega cool. Nein, mega. Nein, hey, es fließt. Es ist richtig Fame. Ja, nein, es ist schön. Es ist wie, es hat eine lange Zeit gebraucht, weil ich war, ja klar, habe ich einen langen Weg gehabt, bis ich jetzt so mutig bin, dass ich bin. Aber meine Stimme ist offen und ich freue mich so sehr, um einfach über meine Berufung zu können sprechen. Und so, ja, Fernsehen ist auch dabei. Ja, so cool. Ja. Ja, und wir wissen ja auch schon, dass es eine dritte Folge wird geben mit dir, ein dritter Teil, weil du ja noch im Moment, darf ich das öffentlich schon sagen? Sie nickt gut. du bist ja dein eigenes Buch am Schreiben, das heisst, du wirst jetzt auch noch zur Autorin und genau über das Buch reden wir dann in der dritten Folge. Also ich will jetzt gar nicht zu viel davon reden, weil ich will es spannend behalten. Aber vielleicht ganz kurz in 2-3 Sätzchen, für was ist das Buch gut? Wer kann davon profitieren? Das Buch ist für die Heilung von der Weiblichkeit. Aber du wirst dann natürlich doch begleitet, entweder durch deinen Partner oder deine Soul Sister. Und da wird eigentlich alle Themen, die eine Frau hat, von Libido, Verlust, bis auch alle Traumata, wird dort besprochen, was das auch mit deinen Blockades tut. Aber auch in dieses Buch sind wunderschöne Illustrationen, wo Schritt für Schritt umschrieben wird, was du kannst machen, was du kannst sagen. Und da ist auch ein Teil dabei, da ist auch ein spirituelles Teil dabei. So, ja, es ist einfach alle meine Erfahrung, alle mein seelisches Wissen. Und es schaut so schön aus. Es ist so hübsch. Ja, es ist ein schönes Buch. Ja, ich habe ja schon ganz einen kleinen Einblick bekommen. Aber ich sage da nichts dazu. Meine Lippen sind geschlossen. Aber ich freue mich wahnsinnig. Und ich werde eins bestellen und erwarte dann ein Autogramm von dir drauf. Ah, Esther, schön war mit dir heute wieder. Und wir gehen ja jetzt noch zusammen essen. Gell? Wir haben noch zum Nacht abgemacht. Wenn ich raus schaue, ist es schon dunkel. Ich würde sagen, wir kommen langsam an ein Ende. Oder hast du vielleicht noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch möchtest sagen? Nein, alles ist super. Es ist herrlich geflossen. Es ist wunderschön. Auf diesem Moment weiß ich nicht einmal mehr genau, über was ich alles geredet habe, weil einfach das Herz gesprochen hat und nicht der Kopf. So von meinem Gefühl her, jetzt wunderbar. Danke vielmals. Ja, von Herzen gern. Und schön bist du hier gewesen und ja, ich freue mich jetzt schon auf den dritten Teil. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir alles Gute. Es ist komisch, dass ihr Podcast-Folge jetzt zu sagen, weil wir ja nachher noch gehen essen. Aber ich muss dich jetzt irgendwie verabschieden. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, und auch an die Hörer übrigens und an die Zuschauer. Alles Gute und ich hoffe, ja, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Tschüss zusammen.